Ich stelle immer wieder fest, insbesondere bei Bevölkerung, aber auch bei Medien, aber auch teilweise bei Kollegen, das, was Böhmermann gesagt hat in seinem angeblichen Schmähgedicht, ist nicht allgemein bekannt. Da werden einige Fetzen rausgerissen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich lese Ihnen das mal vor, damit man weiß, was ist denn hier überhaupt gesagt worden. Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner. Selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt Schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, der Mann ist schwul, pervers, verlaust und zoophil, Rezept Fritzel Priklopil, sein Kopf so leer wie seine Eier, der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Rezept Erdogan, der türkische Präsident.